Werner von Siemens, Teil 1, die Biografie, Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Sie sind aber wichtig für unser Selbstwertgefühl und für unsere Resilienz. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Eine Einleitung mit einer ausführlichen Begründung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel bringt die Biografie von Werner von Siemens. Ich verweise auf den zweiten Teil mit seinem Werk, der Entwicklung der Elektrotechnik. Ernst Werner Siemens, seit 1888 von Siemens, wurde am 13. Dezember 1816 in Lente, das ist ein Ortsteil von Geerden bei Hannover, geboren und starb am 6. Dezember 1892 in Berlin mit fast 76 Jahren. Werner von Siemens war ein genialer deutscher Erfinder und Elektroingenieur und gilt als der Begründer der modernen Elektrotechnik. Er setzte das dynamoelektrische Prinzip in die Praxis um und ermöglichte damit die ubiquitäre Bereitstellung von Energie durch Generatoren und die flächendeckende industrielle Arbeit sowie Mobilität mit Elektromotoren. Seine Brüder und er bauten die ersten Netze von Überlandtelegrafenleitungen in Deutschland, Russland und England auf. Werner von Siemens, zunächst zur Biografie. Werner Siemens entstammt einer alten Goslarer Familie. Hier ist das Stammhaus im Bild. Er wurde 1816 auf dem Obergut in Lente bei Hannover geboren, wo sein Vater Pächter des Gutes war. Im Geburtshaus ist eine Dauerausstellung eingerichtet. Werner von Siemens war das vierte von 14 Kindern des Gutspächters Christian Ferdinand Siemens, 1787 bis 1840, und seiner Ehefrau Eleonore Henriette Deichmann, 1792 bis 1839. 1823 zogen die Eltern von Lente nach Mecklenburg um, wo der Vater wieder als Domänenleiter arbeitete, leider ohne wirtschaftlichen Erfolg. Nach einer Bürgerschule, Unterricht zu Hause sowie durch einen Hauslehrer besuchte Siemens 3 Jahre das Katharinengymnasium in Lübeck. In Mathematik zeichnete er sich aus. Werner Siemens wollte einen praktisch-wissenschaftlichen Beruf ergreifen, aber die Finanzen des Elternhauses erlaubten kein Studium. Werner Siemens bewarb sich deshalb auf Rat seines Geodäsielehrers, das bedeutet Landvermessung, beim Ingenieurskorps der preußischen Armee in Berlin. Er wurde ab 1835 als Offiziersanwärter an der Berliner Artillerie- und Ingenieurschule für 3 Jahre ausgebildet. Diese war ein Vorläufer der heutigen Technischen Universität Berlin. Hier bekam er eine Grundausbildung in den Naturwissenschaften und in Ballistik. Nebenbei besuchte er Vorlesungen an der Berliner Universität. 1838 beendete er die Ausbildung als Leutnant der Artillerie, hier im Bild zu sehen. Nach 2 Schicksalsschlägen, dem Tod der Mutter 1839 und des Vaters 1840, musste Werner als ältester Sohn für seine jüngeren Geschwister sorgen. Er leistete Leutnantsdienst in Magdeburg und Wittenberg. Dort wurde er wegen der Teilnahme bei einem Duell als Sekundant zu 5 Jahren Festungshaft verurteilt, jedoch nach 2 Jahren begnadigt. Seine Zelle in Magdeburg konnte er als Versuchslabor einrichten und entwickelte hier seine erste Erfindung, ein Verfahren zur elektrischen Galvanisierung. Hier ein zeitgenössisches Beispiel im Bild. Das darauf erhaltene Patent verkaufte er an den englischen Fabrikanten Elkington und unterstützte damit seinen damals 18-jährigen Bruder Wilhelm in London.
Übrigens unterstützte Werner Siemens im Schleswig-Holsteinischen Krieg von 1848 die Kieler Bürgerwehr durch die Entwicklung von ferngezündeten Seeminen vor dem Kieler Hafen. Bis 1849 blieb Werner Siemens beim Militär und verdiente nebenher mit praktischen Erfindungen Geld. Er erfand nicht immer Neues, sondern perfektionierte häufig bereits etablierte Technologien bevorzugt in der Elektrotechnik für eine weltweite praktische Nutzung. Er entwickelte einen neuen Regler für Dampfmaschinen, ein Druckverfahren sowie eine Presse zur Herstellung von Kunststein. Hier im Bild, das ist Beton, der handwerklich kunstfertig bearbeitet werden kann. Nun ein Einschub zur Familie. 1852 heiratete Werner Siemens in Königsberg seine Nichte Mathilde Drumann, 1824 bis 1865. Mit ihr hatte er zwei Söhne und zwei Töchter. Mathilde verstarb 1865 an einer langjährigen Lungenerkrankung. Für mich klingt das in dieser Zeit nach einer Lungentuberkulose. 1869 heiratete er in zweiter Ehe eine entfernte Nichte dritten Grades, Antonie Siemens, 1840 bis 1900 in Hohenheim bei Stuttgart. Mit ihr hatte er einen Sohn und eine Tochter. Werners Bruder Karl Wilhelm Siemens, 1823 bis 1883, hier im Bild schon in sehr englischem Outfit zu sehen, ging nach London und übernahm die dortige Auslandsniederlassung. Er baute und wartete erfolgreich große Telegrafenleitungen in England. Ein weiterer Bruder, Karl Heinrich Siemens, 1829 bis 1906, ging im Jahr 1853 nach St. Petersburg und baute die ersten Telegrafenleitungen in Russland. Beide bewährten sich als fähige Unternehmer. Werner Siemens gründete 1847 mit dem Mechaniker Johann Georg Halske, 1814 in Hamburg geboren und 1890 in Berlin gestorben, hier im Bild zu sehen, die Telegrafenbauanstalt von Siemens und Halske in Berlin. Das Geld kam von Siemens Vetter. Die Verbindung von beiden war ein Glücksfall in der Technikgeschichte, da sie sich ergänzten. Siemens hatte das Wissen und die Visionen und experimentierte gerne. Halske konstruierte die Kleinigkeiten, die notwendig waren, um daraus praktisch nutzbare Geräte zu machen. Hier im Bild sehen wir ihre erste Werkstatt in einem Berliner Hinterhaus. 1848 erhielt das junge Unternehmen den Auftrag, die Telegrafenleitung von Berlin nach Frankfurt zu bauen zur dortigen Nationalversammlung. Die Leitung wurde noch im Winter 1848/49 mit Geräten und Kabeln von Siemens und Halske gebaut und funktionierte einwandfrei. Die Firma wurde schlagartig bekannt und bekam weitere Aufträge aus Deutschland und im Ausland. Die technische Voraussetzung hierfür bildeten die Entwicklung des elektrischen Zeigertelegraphen von Werner Siemens 1846, hier im Bild zu sehen, der das alte Morse-Alphabet ersetzte, und 1847 die nahtlose Isolierung von leitfähigen Drähten mit Gutta-Percha. Halske verabscheute risikoreiche Unternehmungen. Ein Tiefseekabel von Spanien nach Algerien schlug 1864 fehl. Werner Siemens musste die damals verlustreiche Londoner Niederlassung aus der Firma ausgliedern und gründete 1865 ohne Halske und nur mit seinen Brüdern die Siemens Brothers and Company in London. Hier ein Londoner Maschinentelegraph aus dieser Zeit. Die Meinungsverschiedenheiten führten 1867 zum Rückzug von Johann Georg Halske aus der Firma. Die Siemens-Brüder waren nun alleinige Teilhaber, Halske und Werner von Siemens blieben aber bis zum Lebensende Freunde. Ein kurzer Ausflug in die Politik. Werner Siemens dachte liberal und sozial
und unterstützte die bürgerliche Revolution 1848-1849. Er war 1861 neben Rudolf Virchow, siehe das folgende Kapitel 57, ein Mitbegründer der Deutschen Fortschrittspartei, hier einige führende Mitglieder im Bild, und wurde 1863 bis 1866 in das preußische Abgeordnetenhaus gewählt. Werner von Siemens behandelte seine Angestellten aus innerer Überzeugung gut und zahlte mehr als die üblichen Löhne. Er führte 1873 eine tägliche Arbeitszeit von 9 Stunden an 6 Arbeitstagen ein, somit 54 Wochenstunden, bei sonst üblichen 12 mal 6, also 72 Wochenstunden. So hart war damals das Leben von vielen. Siemens führte erfolgsabhängige Beteiligungen und Inventurprämien als Leistungsanreize ein und band dadurch auch seine Mitarbeiter an die Firma. Er gründete 1872 die firmeneigene Pensions-, Witwen- und Waisenkasse, die Vorbildfunktion in Deutschland hatte. In Deutschland waren Patente damals schlecht geschützt. Der Schutz war in allen Kleinstaaten zersplittert und nur auf 3 Jahre befristet. Werner Siemens gelang es, einen einheitlichen Patentschutz im Deutschen Reich voranzubringen und nach persönlicher Vorsprache bei Kanzler Bismarck 1877 das deutsche Patentgesetz zu initiieren, hier im Bild das allererste Patent. Mit dem Patentgesetz wurden Standards gesetzt und die Qualität deutscher Waren gegenüber dem Ausland angehoben. Der Verlagerung von Patenten und Produktionen in das Ausland wurde hierdurch entgegengewirkt. Hier ist eine aktuelle Karte, die die Häufigkeit von Patentanmeldungen heute dokumentiert und uns mit Stolz erfüllen kann. Mit Heinrich von Stephan, der große Verdienste hat in der Organisation des deutschen Postwesens 1831 bis 1897, hier in einem imposanten Gemälde, mit diesem gründete Werner Siemens 1879 den weltweit ersten elektrotechnischen Verein und prägte das Wort und das Gebiet Elektrotechnik. Siemens war der erste Präsident und setzte sich für die Errichtung von Lehrstühlen für Elektrotechnik an den technischen Universitäten Deutschlands ein. Werner Siemens kaufte 1879 das zweite Fossil des Archäopteryx aus Solnhofen, hier im Bild zu sehen, und verhinderte so, dass es wie das erste ins Ausland verkauft wurde. Er übergab es der Universität Berlin. Werner Siemens war 1885 maßgeblich beteiligt an der Gründung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, hier das neu errichtete Gebäude im Bild, welche die Normen und Maßstäbe in unserem Lande vereinheitlichte und noch heute als Physikalisch-Technische Bundesanstalt mit dem Hauptsitz in Braunschweig unsere oberste Messbehörde ist. Nun zu einigen Würdigungen. Werner Siemens erhielt 1866 den Ehrendoktortitel der Universität Berlin. 1874 wurde er in die Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen und in den Verein Deutscher Ingenieure als Ehrenmitglied. 1888 wurde Werner Siemens in den Adelsstand erhoben. Die SI-Einheit des elektrischen Leitwertes, das ist der Kehrwert des ohmschen Widerstandes, ist nach ihm benannt. Es handelt sich um eine Stoffeigenschaft, die angibt, wie gut das jeweilige Material den elektrischen Strom leitet. 1887 erwarb Werner von Siemens das 600 Hektar große Gut Biesdorf in Berlin-Marzahn mit einem großen Herrenhaus, welches er 1889 seinem Sohn Wilhelm übertrug. Er besaß ein Ferienhaus in Harzburg, wo er in den Sommerferien seine Lebenserinnerungen schrieb. 1892 starb Werner von Siemens am 6. Dezember an einer Lungenentzündung in Berlin mit fast 76 Jahren und wurde in Charlottenburg beigesetzt. Hier ist sein Grab zu sehen.
Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf den zweiten Teil mit dem Werk von Werner von Siemens, der Entwicklung der Elektrotechnik, und auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Ingenieurswissen und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken, denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Werner von Siemens, erfinderisch und kreativ waren und die Welt verbessert haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen die Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement. Sie werden damit automatisch über Neuerscheinungen informiert.